Weiter, wie ich dachte, dass wir, wo wir zuletzt waren. Also, Deponia, so, machen wir mal weiter. Willkommen zurück. Und, ich glaube, wir sind als letztes beim letzten Mal gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen und... Wenzel? Genau, sollte bei Wenzel sein. Und wie sollten sie warnen? Denn hier? Was ich hier mache? Ah, das weißt du ganz genau. Wo ist sie? Rufus, ich kann das erklären. Nein, du mieser Verräter. Es ist nicht so, wie es aussieht. Das werden wir ja sehen. Im Bademantel. Toni, du? Was fällt dir ein? Hierzu gar nichts mehr. Sieh an, der Herr ist sprachlos. Aber egal, was du jetzt denkst, es gibt eine einfache Erklärung hierfür. Was? Ach ja. Nein, hab ich etwa danach gefragt? Behaltet eure unappetitlichen Geheimnisse für euch. Ich will nur wissen, wo Goal ist. Wer ist Goal? Ach, hat dir dein kleiner Freund etwa nichts von seiner anderen Errungenschaft berichtet? Errungenschaft? Wenzel, wovon redet er? Und was soll dieser Aufzug? Naja, ich dachte... Und wer zum Kuckuck ist Goal? Niemand. Wirklich. Ich meine, sie funktioniert ja nicht einmal richtig. Sie funktioniert nicht richtig. Wo ist sie, Wenzel? Ich hab sie in den Keller geräumt. In den... Geräumt? Keller? Ich sehe, ihr habt was zu besprechen. Viel Spaß dabei. Hast mich übrigens dazu motiviert, in der letzten halben Woche alle vier Deponias durchzuspielen. Nice. Du hattest auch mal einen besseren Geschmack. Ich meine, Wenzel. Ich dusche doch nur, meine Güte. Was zum Kehricht ist hier eigentlich los? Lass dir das mal schön von deinem neuen Lover erklären. Und zieh dir nächstes Mal was an, wenn Besuch kommt. Das ist doch... Ja, sie war selbst überrascht, dass Wenzel hier im Bademantel rumhockt und so weiter. Hallo, Waffi. Du hast Goal einfach in den Keller gesperrt? Naja, Toni hat gefragt, ob sie mein Wasser ausprobieren kann. Da wollte ich keine andere Frau bewusstlos im Wohnzimmer liegen haben. Hätte irgendwie das Ambiente zerstört. Wow, in dir steckt ja ein richtiger Romantiker. Du hast Goal einfach... Naja, hätte ich... Wow. Okay, dann sagen sie nochmal das Gleiche. Schnell zu Goal! Dachte, Goal wäre im Keller. Hier im Schrank? Oh mein Gott. Schrank, Schränken, so eng. Ich weiß. Oh Gott, die Musik. Aber keine Panik. Ich hol dich hier raus. Oh oh. Aufmachen, Organon. Sie sind doch schon drin. Ich wollte gerade sagen. Es besteht dringender Verdacht, dass sie Widerständlern auf der Flucht Unterschlupf gewähren. Rufus, was hat er jetzt schon wieder angestellt? Also geben Sie es zu. Von Unterschlupf gewähren kann keine Rede sein. Er platzte hier einfach rein. Gehen Sie ruhig durch. Er ist im Keller. Oh oh. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell was? Hier ist doch gar nichts. Habe ich irgendwas zum Verkeilen oder so? Ich muss sie verbarrikadieren. Aber mit was? Ich habe nichts zu verbarrikadieren. Zuschweißen. Das dauert zu lange. Gott, der mit Wünschelrute einklemmen. Wow, so groß ist die. Ich habe die gar nicht so groß gesehen. Jesus! Lauf! Was? Hm? Oha! Oh Gott! Wie konnte das alles so kombiniert passieren? Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Hussa, es geht ums Prinzip. Ich mag
die Übergangssongs. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Schrottplatz. Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Die schwere Last. Und einen Weg, Goal da rüber zu bekommen. Auf geht's. Auf geht's. Alles leuchtet. Gut, dann, warte, ich wollte kurz mal gucken, weil die Zwischen... Gibt's hier irgendwo... Nee, gibt's nicht, ne? Wollte nur gucken, ob ich irgendwie so... In irgendeinem Spiel, was ich letztens geöffnet habe, konnte man so Videolautstärke separat runterdrehen. Aber hier kann ich nur Musik, SFX. Ach, stimmt, es gab noch zu Deponia so ein... Wenn du auf Steam Deponia startest, kannst du auswählen zwischen normal Deponia starten und dem Konfigurationstool. Da kann man es bestimmt aussuchen. Horizont? Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Tetanus, glänzender Rost. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter dem Bienenkorb parken sollen. Oh, Jesus. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Sie ist doch ein würdiges Gefährt. Yeah. Dieses Mal besorge ich... Sonst nix? Okay. Eins der wenigen Point-and-Clicks, wo nach gleicher Ansprache nicht zwei, drei verschiedene Sachen gesagt werden. Oh. Goddammit. Das klang tief. Puh, das war ganz schön tief. Zum ja, Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Gell? Oha, die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Da ist ein Kran. Was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, wisst ihr, auf Jahrmärkten und in Einkaufshäusern, diese Glaskästen, wo du mit der Kralle so ein Kuscheltier rausziehen kannst und so weiter. Was ziemlich schwer ist, wenn man nicht weiß, wie es geht. Und meistens Beschiss ist, weil die Krallen viel zu weit auseinander sind und so weiter. Hoffentlich wird sie uns nicht runterplumpsen da irgendwo hin. Zum Kran. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Poki haben wir nicht lieb gewonnen hier. Flimmer, wimmer, schimmer. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Was? Okay. Kranhebel. Jetzt komm schon. Verdammt. Brauchen wir Benzin? Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Oh. Jetzt, ich wollte gerade gucken, mein Inventar ist komplett leer, okay. Frisch, wir fangen mal frisch an. Die ist im Eimer. Die ist im Eimer. Weg damit. Ich wollte gerade sagen, dann nimm sie raus. War ich im Inventar? Nee, einfach aufgeräumt. Okay. Mehr ist wohl nicht zu holen. Immer noch nichts. Hier bewegt sich erstmal gar nichts. Dann komm mal hier raus. Poki ist einfach der beste Sidekick. Ja. Erinnert sich, wie lange für den zweiten Akt gebraucht hat? Wieso, Reptil? Hast du schlimme Erinnerungen? Wie komme ich da hoch? Ach, da ist eine Rampe. Ich habe gehört, angeblich soll es jetzt einfacher werden, dass der Anfang bewusst schwer gemacht wurde. Natürlich konnte niemand begründen, warum er schwerer gemacht wurde, aber angeblich bewusst schwerer. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Ich habe die Spiele allerdings mit Lösung gespielt, die hätten mich ansonsten zu sehr frustriert. Ja, ich im Prinzip auch. Also im Chat kommen ja immer mal wieder so... Ich meine, ich bin schon sehr froh, dass mir niemand sagt, was direkt sagt, was die Lösung ist. Ne? So nach dem Motto, du musst das mit dem kombinieren dafür. Sondern, dass es eher nur so Hinweise sind. Guck mal dich dort noch näher um und sowas. Damit kann ich leben, das ist in Ordnung. Sonst würde mich das auch zu sehr frustrieren. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Perfekt! Da muss man kein Genie für sein.
Ganz einfach. Schön. Ich hoffe, die liebe Goal ist gegen Tetanus geimpft. Es gibt ja einige Sachen, an denen ich verzweifelt war, ja? Ich bin mal gespannt. Was haben wir hier so Feines? Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar. Mein Interesse. Na, ein Hebel. Schellmeier hat auch mit Lösung damals gespielt. Nichts. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Vor allem auf diesem Planeten. Oh yeah. Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check. Keine Ahnung. Mein Bike. Warte. Oh, Scheinwerfer. Oh. Was haben wir jetzt mitgenommen? Eine Minebike-Lampe. Sollen wir die direkt ans Minebike dran machen? What? Ach so, der Scheinwerfer ist so nebendran im Kasten. Interessant, dass ich den wieder zurück reinlegen kann. Was haben wir noch? Schrotthaufen? Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kubak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Was? Wenn ich Müllsucher... Okay, wir brauchen erstmal einen triftigen Grund. Vögel, kann ich nichts mitmachen. Komme ich da hoch? Schaltzentrale? Ich spare mir meine Telekin... Okay. Komme ich nicht. Zum Viadukt. Gucken wir erstmal hier den Rest an. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi? Etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Dom-di-dom-di-dom. Was für eine Prothese? Ich glaube, der sieht ein bisschen wahnsinnig aus. Ich habe bei Teil 1 nur zweimal Hilfe gebraucht. Nice, not too nice. Shizu ist auch verzweifelt an einigen Sachen hier in dem Ding. Ah, okay. Ich habe keinen Chat, der das erledigen könnte, deswegen muss ich mich mit der Komplettlösung begnügen. Ja, ich habe damals die meisten Point-and-Clicks, die ich damals geschrieben habe, ohne Hilfe gemacht, aber irgendwie je älter ich wurde, umso weniger hatte ich einen Nerv, ewig herumzuprobieren, bis ich eine Lösung hatte. Irgendwann dann nur noch, ach, gib mir einfach die fucking Serie. Bis zum Horizont, Tetanus, es wird Zeit. Der gleiche Spruch. Wartungsklappe. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Darf ich einfach rumfummeln, ohne dass er was sagt? Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Ja, aber tut es doch eigentlich. Oh, Jesus! Loser? Zu geizig für 100 XD kapat. Zu geizig für 100, sagt er. Loser! Danke, Loser! Du verrückter Ziegenanbetungs... Mann! Da mache ich hier gerade eine gemütliche Runde Deponia und Loser macht mir einen halben Herzinfarkt. Danke, Loser! Vielen... Bist du verrückt, oder was? Davor hat er mich die ganze Zeit in Sicherheit gewogen, hier und da mal, weißt du so, haut da so ein 2-Euro-Stück raus und sagt so, bete an den Ziegengott und so weiter und dann auf einmal, psch, Loser, Dankeschön. Ich war gar nicht drauf vorbereitet jetzt. Oh, ich bin gerade dabei gewesen, mich hier zu konzentrieren, wie man das lösen kann. Das heißt, wenn jetzt irgendetwas passieren sollte und ich Rätsel nicht lösen kann, ist das die Schuld von Loser. Nein, vielen Dank für deinen Support, natürlich. Das ist wahnsinnig! Point-and-Click-Adventures waren mir schon immer zu schwer. Kombiniere alles mit allem ist doof. Ja. Bisweilen ist es so bescheuert, dass man kaum drauf kommt. Ja. Kann ich verstehen. Ich würde in solchen Situationen immer doppelt auf den Szenenübergang klicken, um das Laufen abzukürzen. Habe ich bisher eigentlich auch immer gemacht? Also nicht immer. Manchmal, wenn ich irgendwo neu bin, dann will ich mir die Animationen angucken. Aber ansonsten habe ich es immer gemacht. Loser! Ich sage nicht ohne meinen Anwalt. Loser! Nun komm schon da runter. Ups. Huch.
Oh, okay. So ein Skelettbein machen wir natürlich die Wartungsklappe auf. Nicht, solange ich noch zwei eigene, gesunde Beine habe. Willst du dein eigenes Bein dazu benutzen? Ein Bein reicht mir. Auf welchem PvP-Server-Kampagne wollen wir spielen? Ebenherzpakt als Fraktion und Ausrufezeichen Server im Chat und dann kriegst du angezeigt, wo wir spielen mit der Gilde und so. Das Spendentotal für diesen Monat wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang Rekord sein. Ich glaube auch. Holy shit, Loser, vielen Dank. Wäre doch nicht nötig gewesen, so ein Riesenbetrag. Ich glaube ja insgeheim, weil Loser hat die ganze Zeit schon so Ziegensachen angekündigt. Ich glaube, er versucht uns von innen heraus zu manipulieren. Und irgendeine Beschwörung hier durchzuziehen und es war nur zur Ablenkung. Irgendwas passiert hier gerade. Hallo Panther! Ugh, zu hoch. Ja, wir müssen hier an der Wartungsklappe irgendwas machen, damit das Ding wieder runterfährt. Spiegel? Oh, einfach, okay. Einfach mitnehmen. Signallampen. Oh. Ja. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt die weiße Lampe reinmachen statt der roten. Hm. Ich weiß nicht, warum ich das machen wollen würde. Bestimmt können wir irgendwie ihm signalisieren dadurch, dass dann irgendetwas passiert. Aber erstmal müssen wir mit ihm sprechen wahrscheinlich. Doc, Schnaps. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits shit, er hat's bemerkt. Gotta go. Tunnel. Er hat's bemerkt. Schnell rückerstatten und abhauen. Ich bete auch den Ziegenmann an. Wenn er uns häufiger noch ablenken muss, ist das in Ordnung. Ja, ne? Nichts dagegen. Huch, Ablenkung. Für 99 assistiere ich Loser sogar bei der Zerschlagung von innen. Okay, was kann ich denn Schnaps einbringen? Andererseits gibt es ja hier... Gib mir den Schnaps. Wahrscheinlich ist es sein persönlicher. Huch, wo laufe ich hin? Ach so, da ist die Brücke. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Hm, nein. Wenn's denn sein muss. Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich wirke, aber... War doch nur ein Witz. Rufus, natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc, Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Neurochirurg, ach so. Hier gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Das war nicht der Song. Ich bin der Rufus. Ich bin auch ein Bastler, ja, ein sehr tödlicher Bastler, aber wir sind Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt. Wieso guck ich die ganze Zeit so zufrieden? Dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Rufus, merkst du eigentlich nichts hier? Dass bei Server Command noch ESO noch Dominion stehen. Ja, stimmt. Mittlerweile sind ja die Server... ich meine, die Fraktionen sind ja mittlerweile egal, außer beim PvP. Stimmt. Muss ich noch Ebenherz reinmachen? Siehst du mal, danke Shizu für den Hinweis. Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht, dass ich es noch machen muss. Ersatzteile und Neurochirurgie? Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Ich würde mal gerne einen deiner Patienten sehen. Wahrscheinlich der da oben. Was machst du hier? Was machst du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste ich. Und?
Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man das einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Die anderen müssen immer hinter dir aufräumen, ja. Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Goddammit. Astrein. Minenlabyrinth. Bastler-Kollege, hätte ich ein Problem. Ich habe noch gar nicht mehr alles hier angeguckt. Ich weiß noch gar nicht, was genau mein Problem ist. Mal angenommen, ein Bastler-Kollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastler-Kodex. Gleich nach, zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Zeig niemals der Frau deines Bastler-Kollegen deine Nagelpistole. Deswegen schielt er jetzt auch so. mein Bike springt nicht an. Zum Beispiel, dass mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Was? ja, der Rundschaft, ja, das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Klingt doch voll logisch. Wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Perfekt. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. Das geht so einen navialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, na klar. Das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Was ist passiert? Ich will es wissen. Meine Freundin ist zu schwer. Meine Freundin ist zu schwer. So. Na. Da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. danke. Ist sonst noch was? Ja, so ein Beckenschaden? Nee. Viel Spaß im Minenlabyrinth, Stone. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen schwer. Ich wollte gerade sagen Bienenlabyrinth. So ein Labyrinth voll mit Bienen wäre mein persönlicher Horror. Und meine Freundin hat auch ein defektes Gehirnimplantat. Du hast nicht zufällig irgendwas dafür rumliegen. Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnet sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist, das ist zu spät. Nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja, sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich, dass ich das nicht bemerkt habe. Ja, Kauderwelsch vorher, Kauderwelsch nachher, schlimme Sache. Muss man halt genau hinhören. So, alles andere passt schon. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay, du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen? Ja, natürlich, hört man sofort. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha, und ob? Wieso fragst du? Oh, wow, okay. Hallo Punky Rock, schön dich mal wieder zu sehen. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals was mit einer Elysianerin anfangen? Einfach so ganz allgemein. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Stimmt. Aha. Da hat er wohl recht. Hallo Bam Mountain.
Wie war erster Tipp? Wie war gleich dein erster Tipp? Das war gerade im Titel. Man kann eine Schraubmuffe, aber niemals ein... Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, schlimmsten. Die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve Flansch geben. Ist doch logisch. Natürlich. Ein einfacher Typ aus der Unterschicht reicher Elysianer. Kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Zis, zis, zis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einem Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Oh Gott, ich rieche schon, das wird eine krankhafte Kombination am Ende sein. Frau für mich zu gewinnen, bereits in festen Händen. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ich glaube, ich brauche gleich einen Zettel, um das alles aufzuschreiben. Vergiss es, ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Vergiss es. Ist doch klar. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Er hat irgendwas auch mit avialem Stromumkehrer erwähnt und das ist ja der, den wir einbauen. Also ich glaube, beim Einbau werde ich die Tipps von ihm beachten müssen, damit es klappt. Nochmal zum Thema Frauen. Ist da Schnaps drin? Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend... als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Hey, yay! Sehr gut. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Ich wusste gar nicht. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, na klar, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Alles klar, gib mir das Ding hier. Whoop. Ach, und ich will nehmen direkt einen Schluck. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer nicht? Würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ja, wie soll... Jetzt? Also wirklich abwischen, wisch oder? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ja, ich habe leider nichts zum Wischen, aber ich komme wieder. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Okay, der sagt immer andererseits... Wegen des Tunnelblicks. So, hier oben, da müssen wir... Was ist eigentlich, kann ich mir das näher angucken? Was sagt der Doc noch gleich? Rufus, denk immer daran, ein Stromumkehrer kehrt Strom um. Mit einem eingebauten Umkehrer kehrt sich die Wirkung eines Gerätes um. Aber warum erzähle ich dir das? Du, Rufus, bist immerhin der brillanteste Tüftler auf der ganzen Welt. Das hat er nicht gesagt. Man sollte einen Planeten nach dir benennen. Das stimmt. Ach ja, der gute Doc. Ich glaube, Rufus hat ihm nicht so ganz zugehört. Er ist nicht ganz mitgekommen, was der so gesagt hat. Ja, aber Punky Rock muss ich auch zustimmen. Wie gut, super geschrieben das Game hier. Finde ich auch, super geile Dialoge und alles. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die hohe Kunst der Sonarortung. Ich muss nur hören, wie die Schallwellen von den Wänden abprallen und zack, sehe ich wie eine Fledermaus. Ich glaube, wir sollten drin sein eigentlich. Au, oh, hier ist eine Wand, ganz eindeutig. Licht, endlich. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Bestimmt. Okay, lass uns hier, bevor wir hier weitermachen. Lass uns erstmal. Warte, kann ich eigentlich. Ich kann wahrscheinlich nicht diesen runden oberen Teil von dem avialen Stromumkehrer in das runde Teil von der Wartungsklappe reinstecken. Das ist nicht zufällig auch 8-Kant oder so. Der Kasten ist zugeschraubt. Als könnte mich eine naive.
Die wird dich wahrscheinlich noch ordentlich aufhalten. Rufus ist schon betrunken, was sind seine normalen Wahnvorstellungen? Das ist eine berechtigte Frage. Kann ich jetzt im Schottauchen? Brauchen wir einen triftigen Grund. Sollen wir jetzt einfach versuchen, mal gucken, was passiert? Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. What? Ravioli? Der avialer Stromumkehrer, ist doch klar. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Oh. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Na, das Runde. Das einzige Runde, was da war. Ah, das sind diese Muffen, über die er erzählt hat und so. Ah, mit den Speichen. 3 Speichen, 4 Speichen. Oh, und mit Mof. Irgendwie passt das nicht. Das kann doch nicht stimmen. Gibt's dann nur eine einzige Möglichkeit, wie etwas drauf passt irgendwo? Achso, okay, also die Farben sind festgelegt, ne? Die konnte ich jetzt nur auf 1 anklicken. Tja. Jetzt muss ich mir nochmal seinen Dialog anhören. Das muss ich mir jetzt aufschreiben. Ach nee, hier sind die Tipps. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, warte nochmal. Man kann eine Schraubmuffe an sphärische einen sphärischen Korpus, aber niemals eine Klemmmuffe. Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus. Ich mach mal so nach Ausschlussverfahren, was war das andere? Man kann eine Schraubmuffe an einen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen. Klemmmuffe an einen kubischen. Das heißt, die Klemmmuffe kann nicht dahin. Das heißt, die Klemmmuffe muss dahin und das muss hierhin. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Ja, ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Binausaler? Ich gucke gerade. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Das muss ich nochmal genauer anhören. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen dorsal als ein binausaler. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Warte, leg's zurück. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Jetzt haben wir sogar 3? Echt jetzt? Jesus Christ. Okay. Din, din. Und soll ich jetzt alle 3 da dran bauen? Oder was soll ich jetzt machen? Und es hält. Ah, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. So wie immer. Okay. Ja, und jetzt? Genau die Kann ich jetzt damit fahren? Dann wollen wir mal. Theoretisch? Oh, wie ein Kätzchen. Also noch will ich ja eh nicht fahren. Mit Asthma. Aber. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Das arme Kätzchen. Warum würde ich losfahren wollen? Warte, lass mich erstmal absteigen. Ich will erstmal herausfinden, was ist hier überhaupt. Also ich habe eine Idee. Ich muss wahrscheinlich das weiße Licht erstmal da drüben an dem Übergang anbringen, dass ich überhaupt da weiterfahren kann. Und wahrscheinlich das Skelettbein in den Weichenstellkasten. Das wird Sinn ergeben. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Mist. Passt nicht. Ja, ich brauche wohl doch den Hebel. Nein, aber die Idee war gut. Doch die Beine zu kurz. Ich glaube, hier kann ich immer noch nichts machen, oder? Und hier? Da muss man.
Das haben wir uns schon alles angeguckt, genau. Und hier brauchen wir noch eine Sicherung. Ich kann nicht zufällig die anderen Sachen da reinmachen? Warte. Die haben hier wahrscheinlich keinen Zweck. Was? Oh! Oh-oh. Nein! Das war der Falsche! Das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Der Stromumkehrer. Und was, wenn ich einen binausalen Stromumkehrer mache? Was? Oh-oh. Das Gleiche. Okay. Nein! Das hier will ich offenbar nicht umkehren. Alles klar. Dann habe ich das Richtige im Gefühl, dass ich erstmal mich darum kümmern muss. Bevor ich da drüben aber die andere Lampe reinmache, will ich gucken, was passiert, wenn ich mit... Na gut, jetzt ist gerade gar keine Lampe da drin. Wie das mit gar keiner Lampe geht. Ich möchte Rufus Hose... Ich kann maximal ein Taschentuch in meiner mitnehmen. Siehst du mal, Rufus hier weiß Bescheid. Und ab geht's! Hui! Yippie! Oh, ein Hebel! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder nein! Ich bin im Kreis gefahren. Naja, der Knopf war vorhin noch nicht hier. Schalter? Ich wusste, dass das passiert. Yep, alles klar. Schlimmer als jeder Bahnfahrer. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Es sind doch keine Nudeln. Hier, blaue Nudeln. Oh, kennt ihr diese blauen Schlangen? Die man, diese Süßigkeiten mit diesem rosa-roten Kern drin. Oh, ich finde die so lecker. Knopf. Ach so, nein. Warte. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Okay. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Okay, nee, ich will noch nicht losfahren. Losfahren, aussteigen. Hier ist nämlich noch mehr Zeug, ein Lappen. Nice, kann ich mit dem Lappen vielleicht den schmutzigen Spiegel sauber machen? Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Der Lappen muss kaputt sein, wir brauchen Wasser, Junge. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Jetzt will ich die Gummischlangen. Nein, Stone, die sind so lecker. Abgeschlossen. Schon wieder, goddammit. Immer noch nichts. Ich kann nicht irgendwie so das untere Ende vom Skelett. Der Gleisarbeiter wollte offenbar nie wieder einen Fuß hier reinsetzen. Ja. Tja, da hätte er sich höher hängen müssen. Oh Gott. Anzeige? Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier... Okay, das wissen wir schon. Dann gucken wir mal, wohin wir fahren, wenn wir einfach mal losfahren. Das aber Goal. Also, ich kann losfahren. Ja, okay, Yippie! Alles klar. Hui! Schon wieder der Hebel. Da ist der Hebel. Okay, warte, lass mal absteigen. Ist noch mehr Zeug, Signallampe. Was passiert, wenn ich jetzt hier eine weiße Lampe deinen Signallampensockel reinmache? Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Keine Ahnung. Also vorher war das Rote drin. Mit dem Roten hätte ich wahrscheinlich ja abgebremst, aber mal gucken, ob wir hier irgendwie so fahren können. Mal los! Achso, nee, halt, das war falsch. Das Bike aber go. Ja. Fahr los. Schon wieder der Hebel. Das hat nichts gebracht. Das weiße Licht hat nichts gebracht. Okay. Dann hat das weiße Licht überhaupt geleuchtet oder so? Ich meine, rotes Licht ist eigentlich sinnvoller, weil rot langsam, ne?
So, warte. So. Ich will nur kurz das Offensichtliche ausprobieren mit den anderen Lichtern. Und dann können wir gleich nochmal gucken, was wir sonst so machen können. Oh, oh. Crazy. Yippie! Schon wieder der Hebel. Okay, nein, geht leider nicht. Ich hatte gehofft, dass irgendwie das rote Licht sagen wird, automatisch machen ein bisschen langsamer oder so. Okay, das auch nicht. Gut, dann lass mich nochmal oben den Plan, also überhaupt jetzt erstmal den Plan da oben studieren. Was steht denn da alles so drauf? Yep. Nudelrezepte. Sagt da noch irgendwas dazu? Nee, okay. So, da sind ja noch mehr. Also das ist wahrscheinlich das Minenlabyrinth, was hier steht. Aber jetzt gerade sieht es noch nicht danach aus, als ob ich überhaupt in dieses Minenlabyrinth... Ne? Als ob ich, es sieht noch nicht so aus, als ob ich da überhaupt gerade reinkommen würde, weil ich einfach immer nur über die Kurve wieder zurückfahre und so. Okay. Und es gibt ein gelbes Licht, was ich jetzt im Inventar habe, ein rotes Licht, was ich eingesteckt habe und ein grünes Licht. Die Frage ist, wo bin ich jetzt gerade? Bin ich bei P1 oder bei B... Warte, steht hier irgendwo P1, P2 oder irgendwie was? Ach, in diesen Schlüsselkästen könnte auch noch... Stimmt. In den Schlüsselkästen könnte tatsächlich auch noch... Ich kann nicht irgendwie... Was ist dein Schlüssel? Ja, mit dem runden Ding einfach rein. Ich muss wahrscheinlich die... Also erstmal muss ich herausfinden, wo bin ich... Wo will ich hin? Und dann muss ich schon von vornherein die ganzen Weichen und Lichter richtig einstellen, damit ich hier durch das Labyrinth komme. Erstmal müssen wir herausfinden, wie wir da hinkommen. Willst du einen Tipp? Ich habe noch nicht mal angefangen nicht schwer, mit dem Rätsel. Ich will erstmal überhaupt ausprobieren. Yippie! Schon wieder der Hebel! Ich glaube, das werden wir noch oft sehen. So, warte, geh mal raus. Und zwar, ja, bei der Kurve gab es nichts mehr. Da hat es auch nichts gebracht, dass ich das Ding reingemacht habe. Den Hebel können wir wohl auch nichts machen. Okay, pass auf. Bevor ich rede nochmal mit dem Opa. Rede nochmal mit dem hier. Ach so, ich kann jetzt seine Flasche sauber machen, ne, so einigermaßen. Bitte schön. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Genau. Und dann können wir den Spiegel sauber machen. Hallo. Kommst du öfter hierher? Aha. Und der Lappen ist verschwunden. Okay. Ich weiß noch nicht, wofür ich den polierten Spiegel habe. Aber Plan Nummer 1 ist aufgegeben. Der Rahmen ist schäbig. Aber ich mag das Motiv. Oh. Du solltest noch Docs Flachmann noch abwischen. Ja, ich bin gerade dabei. Also ihr müsst mir nicht so, also wenn ihr seht, dass ich gerade noch nicht alle Optionen durchprobiert habe oder nicht anfange zu verzweifeln, dann habe ich meistens noch Ideen, was ich alles machen könnte. Nur so wie jetzt gerade eben bin ich auch noch oft gerne mal am Rumprobieren in der aktuellen Situation, bevor ich zur nächsten gehe und so. Doc? Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. So. Zum Thema Frauen, das haben wir jetzt geklärt, nochmal oder? Zum Thema. Ich bin ganz. Erster, zweiter, dritter, vierter Tipp. Das war das mit den drei Geräten. Das haben wir schon gemacht. Okay. Was war das hier nochmal? Meine Freundin. War nicht zu schwer? Na, wirklich? Ja, lass die Finger. Da holt man sich nur. Ist sonst noch. Du hast dich um Beckenschaden? Nee, okay, ist auch meine nichts Freund, da kommst du. Es muss Schicksal. Heißt das, du kannst es reparieren? Perfekt. Oh, bring sie morgen. Mist. Bring sie nur irgendwo Frau anders hin. Okay. Zwei? Ja, peinlich ist. Okay, das waren aber keine Tipps. Sehr selbst DIY. DIY for the win. Und das es hier war nur, da geht's zum Labyrinth. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite, die genial. Gleich hinter dem Astra. Okay, nee, dann hier ist nichts Neues mehr. Können wir jetzt nochmal einen Schluck nehmen? Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Okay. Also lass das bitte sein. Du warst ja gerade noch woanders und dann schienst du nicht mehr dran zu denken, als ich das geschrieben habe. Nee, ich wollte erstmal meinen Gedankengang mit dem Minenwagen zu Ende führen und erstmal ausprobieren und so weiter. So.
Kann ich dir die Sachen hier zeigen? Kannst du irgendwas mir dazu sagen? Ein solider Stromumkehrer. Gute Arbeit, Rufus. Überspiel. Noch was anderes? Ich teste auch mal so. Skelettbein? Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du unendlich viel Masse und so weiter. Ja, ja. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Was los mit Enderal? Plagen dich immer noch die verdammten Abgaben? Ja und nein. Wow, das ist ja eine Meinung. Damit könnte man. Ja, ja und so weiter. Natürlich. Ich brauche die Belehrung. Hör auf, ihn zu unterbrechen. Ihr geht zusammen euer Gyros vernichten. Alles klar, Ratil. Viel Spaß. Willst du den Spiegel? Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Nein! Natürlich. Ich brauche die Belehrung. Dann können wir... Das ist zu hoch. Kann ich das nicht irgendwie so als Armverlängerung benutzen? Aber egal. Nein. Ich brauche vor allem den Achtkantschlüssel gerade. Hier sind so viele Kästen, die ich alle aufmachen könnte. Dann nimm mal die rote Signallampe wieder raus. Ich kann aber nicht an den gleichen Stromanschluss hier sowas befestigen, oder? Ran damit. Oh doch. Nein, doch nicht. Passt nicht. Ich muss dafür an den Sicherungskasten. Ja, und der ist abgeschlossen. Ran damit. Passt beides nicht, oder? Passt. Nee. Was ich noch nicht probiert habe, ist das hier zuzumachen und mit überhaupt keinem loszufahren. Das habe ich noch nicht probiert. Was kann ich mit dem Spiegel machen? Kann ich das Licht vom Horizont irgendwie... Da liegt wirklich schon genug. Aber egal. Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Unmöglich. Na, wer ist der Schön? Ich sollte ihn lieber... Aufhängen, wo mehr Licht ist. Ja, genau, das war auch meine Idee. Aber da macht's ja keinen Sinn. Das ist ja zu schmal, das passt ja nicht. Na, wer ist... Ich habe mehrere Ideen eigentlich. Ich habe einen Stromumkehrer verloren. Ich sollte mir die Bilanz... Nicht die Bilanz ruinieren. Wir können noch in das Minebike ein Ding einbauen. Mist, ich komme nicht. Okay, das müssen wir erstmal wechseln. Könnte ich noch irgendwo anders den Spiegel hinhängen? Ich glaube, ansonsten wäre das nicht so sinnvoll hier irgendwo noch. Warte, ich will einfach nur, damit wir alles probiert haben. Lass mich kurz. Ich kann nicht hier irgendwie so mal. Bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Okay. Oder den Spiegel rein zum Angucken. Egal. Mein Blick ist nach vorne gerichtet, egal wie laut sie rufen. Okay, pass mal auf. Ich will jetzt mein Bike umdrehen und dann den Scheinwerfer wieder dran machen. Ich weiß zwar nicht, mit was ich mich blenden will oder so, aber. Wollen wir vielleicht nach oben? Mal gucken, was da ist. Ich wollte wissen, wann wieder neue Folgen kommen. Das weiß ich auch nicht. Kann ich das hier wieder dran machen? Mist, ich komme nicht an den Scheinwerfer ran. Okay, dann müssen wir tatsächlich ganz nach unten. Können wir irgendwo hier... mit dem Spiegel einen Schlüssel kaufen? Ich bin nur auf... Was? Was? Ich will mir hier doch kein Badezimmer an. Ich bin nur... Um diesen Plan will ich mich... Ich weiß nicht, muss ich mich jetzt darum kümmern, oder? Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt gerade bin. Es muss irgendetwas sein. Ich müsste theoretisch hier irgendwo sein. Ne, da, wo man dann losfährt und dann so... Whoop, nach einer Umdrehung kommt man wieder direkt zurück. Oder hier... Nee, das war eine Schleife, die so ganz einsam in keine andere Richtung geführt hat. Okay, pass auf. Ich habe noch eine Idee, was wir auch noch nicht probiert haben.
Das aber Gold. Losfahren. Yippie! Ja, das ist schon wieder der Hebel. Und da oben komme ich nicht hin, ne? Nee, warte. Dreh mal den Wagen um. Steige ab. Kann ich den Spiegel... Da liegt nun wirklich... Okay. Kann ich den irgendwie ans mein Bike zu irgendwas... Ich halte nicht mein... Egal wie... Nichts von Rückspiegel. Ich habe noch keine rote Signallampe reingemacht. An meinem Mainbike? Ja? Also wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was Naheliegendes. Ein Turbobeschleuniger oder eine Sprungfunktion. Eine Warnung brauchen die Leute nicht vor dir. Okay, dann ist das das Einzige. Das habe ich da eigentlich rausgeholt. Ich würde gerne wissen, ob ich dann... Mache ich irgendein Licht oder so damit, wenn ich da irgendwie losfahre? Nein! Warte, fahr mal los. Guck dir mal mit Leertaste alle Optionen an. Habe ich eigentlich gemacht, außer ich habe irgendwas übersehen. Ist das Scheinwerfer an? Nee, ne. Scheinwerfer wann? Oh! Was war das? Das war weird. Warte. Da komme ich nicht dran, oder? Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Wenn ich hier den Hebel anklicke, macht er gar nichts. Okay, ich komme hier nicht hin. Ich spare mir meine Tele... Okay, ich komme dann. Es geht da gar nicht hin. Weichenstellkasten. Kann ich nicht zufällig so ein Ding reinschmeißen? An Umkehr ist nicht... An Umkehr ist nicht zu denken. Ich will eigentlich da oben hin, zur Schaltzentrale. Aber ich bin doch in der Schaltzentrale, wenn ich nach oben fahre. Aber wie komme ich dann an den Hebel da dran? Da oben muss noch irgendetwas sein, wo ich zu diesen Schaltern komme. Ist es das da? Oh, der... Von Anfang an denke ich mir, ich will irgendwie da oben hin und ich habe nicht diesen Pfeil da gesehen. Oh, also, oder ich habe ihn gesehen, aber ich habe irgendwie nicht so ihm so sonderlich viel Beachtung geschenkt. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Nein! Okay. Ganz groß. Das ist doch schon mal gut, das ist eine Abkürzung. Dann zieh mal am Hebel. Okay. Dann, jetzt haben wir eine rote Signallampe. Ich frage mich, ob diese Anzeige hier live anzeigt, ne, wo sich gerade was verändert hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. War das schon vorher rot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rote. Ich will es nur kurz gerade mal testen. Was ist, wenn ich das hier weiß jetzt mache? Oh, oh nein, falsche Taste. Falsches Ding. Es waren 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, also hier ändert sich nichts. Alles klar. Nur um zu wissen, ob das aufgeklebt ist oder ob Leuchtdioden dahinter sind. Okay. Dann teste ich jetzt einfach nochmal aus, was passiert, wenn ich damit fahre. Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt. Okay. Was passiert jetzt? Oh, schon wieder der Hebel! Okay. Kein Unterschied. Vielleicht nachdem ich es auf Rot gestellt habe, jetzt nochmal mit dem Typen sprechen oder so? Ach so, nee, hier, der Typ ist jetzt weiter unten. Okay. Ein Bein reicht mir. Noch mehr zum Skelett? Nee. Okay, dann können wir jetzt vielleicht das aufmachen. Nein.
Passt nicht. What? Und wieder bin ich dem Geheimnis des Schlüssels keinen Schritt näher gekommen. Ufus. Und dann vielleicht in die Sinn rein. Ah. Achtkantschlüssel. Ah. Kann ich zufällig jetzt hier den Spiegel reinstellen? Ich bin nur. Hey, man kann ja nie wissen. So. Alles klar, Panther, schade. Du hast ihn für denselben Pfeil wie den Mindbike-Losfahrpfeil gehalten, glaube ich. Stimmt, Sperber, das kann gut sein, vorhin. Das als, weil ich habe immer geguckt nach dem Pfeil, der nach drüben gezeigt hat. Wenn du im Mindbike sitzt, nämlich, dann zeigt der Pfeil nach außen und dann heißt es so viel wie, ne, jetzt fahr los. Aber wenn du nicht im Mindbike bist, dann ist links nebendran ein Pfeil, der dir halt nicht sagt, fahr los, sondern geh raus. Und ich glaube, ich habe auf den Pfeil nur geachtet, während ich im Mindbike gesessen habe, deswegen. Was haben wir da? Sicherung. Okay. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Puh, als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Ja, ne? Pfui. Dann, das ist jetzt wohl für den Kran. Der hat eine Sicherung gebraucht. Dem ist die Sicherung durchgebrannt. Da rein. Okay, und jetzt am Hebel. Funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mindbike hieven. Nur noch. Und wham. Wo ist das Mindbike? Ja, das muss erstmal herkommen. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ich hab's nicht vergessen. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Das ist gerade mein Problem. Ein Bauteil, das... Okay. Das heißt, das nächste Ziel ist jetzt den Weichenstellkasten. Ach so, genau. Dann kann ich den Achtkantschlüssel wahrscheinlich einfach reinstellen und ihn weiter da benutzen. Mist. Passt nicht. Ich brauche wohl doch den Hebel. Ach so, stimmt. Kann ich den Schlüssel dran machen und als Bremse benutzen? Hm. Da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lass es mal drauf ankommen. Dammit. Weißt du, das Achtkant so einklemmen, dann einfach... Jetzt hängt der schon unten, aber einen Unterschied hat's nicht gemacht. Also mit der Geschwindigkeit beim Vorbeifahren. Signallampendeckel. Ich habe immer noch den Spiegel und alles. Hey Doc, hast du was Neues zu sagen? Hallo. Oh. Ich glaube, der hat nichts Neues, oder? Nein. Nichts, was selbst die Damit. Ich dachte vielleicht, wenn ich einen Fortschritt gemacht habe, sagt er mir was Neues. Ich muss machen. Hallo Icebreaker. Okay. Ich glaube, der nächste Teil vom Rätsel, ich auch, wenn ich immer noch nicht weiß, wo ich den Spiegel anbringen soll. In die Wartungsklappe? Und dann hier rot rausleuchten lassen und dann spiegelt es sich hier drin irgendwie? Na, wer ist... Nein, okay, das war zu weit hergeholt. Irgendwo, wo genug Licht ist, hat er gesagt. Warte kurz, gehen wir nach oben. Aber nicht, also jetzt ist hier ein Licht an, aber... Wo sollte ich das Licht denn hinspiegeln? Hier ist es hell genug. Ich kann Hebel, Rangierhaus, großer Ruhe, alles. Wo sollte ich... Hier ist Nein. Hebel, alles. Du solltest das Licht hinspiegeln... Nach drüben, in diesen dunklen Gang, damit du ohne den Minecart, sondern zu Fuß rüberlaufen kannst. Ach, warte, jetzt kann ich doch wahrscheinlich... Warte, ich habe eine Idee. Jetzt kann ich ihm doch den Spiegel zum Halten geben wahrscheinlich. Jetzt ist er tief genug. Nicht fallen lassen. Ja. Und dann, jetzt machen wir den auf, machen das Licht rein. Jetzt bin ich drauf gekommen, so... Also, ich hoffe, das ist... Oh, warte, jetzt habe ich das andere Licht nicht drin. Geht das rote auch?
Das weiße ist nämlich im Minecart. Oh, und jetzt muss ich ihn wieder hochmachen, damit es reflektiert wird. Okay. So. Nein. Ich dachte, ich muss ihn... Also die Lampe bestätigt nur... Okay. Also die Lampe da bestätigt nur das Symbol, was ich da weiter hinten habe. Ah, warte. Und jetzt aus dem Minecart... Jetzt brauche ich die weiße, weil jetzt ist es oben, das heißt, jetzt müsste die weiße Lampe leuchten. Dreh mal den Wagen um. So, warte. Ihr müsst mir nicht im Chat sagen, da fehlt noch was, wenn ich mit meinem jetzigen Gedankengang noch gar nicht fertig bin. Ich bin noch am Überlegen. Dann endlich auch mal Donate Day. Scorpio, vielen Dank. Ach, jetzt habt ihr eigentlich den neuen Donation-Sound so halb gehört. Nächster bitte! Und beim Follower-Sound habe ich Nächster bitte. Das ruhigere Nächster bitte. Siehst du, ich habe ganz vergessen, euch das zu sagen, dass das jetzt drin ist. Vielen Dank, Scorpio. So, und jetzt die weiße, damit die weiße oben leuchtet. Fuck. Nicht? Das war doch so logisch. Ich dachte, wenn es oben auf weiß, also auf durchgehen ist, auf freilassen, den Weg freilassen und so, dachte ich, dass das... Weil unten, als es zu war, dann hat rot geleuchtet, also leuchtet oben weiß. Nee, nichts leuchtet oben. Damn it. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich hier aufleuchte. Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Jetzt schwören können, jetzt hätte das Weiße angefangen zu leuchten. Hm. Was passiert, wenn ich jetzt das Ding nochmal anmache und ihn nach unten lasse? Vielleicht hat das Rote einfach nur zu schwach geleuchtet oder so? Es leuchtet immer nur, wenn es unten ist. Ah, das heißt... Das heißt, wir brauchen jetzt den Stromumkehrer. Damit es leuchtet, wenn es oben ist. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Genau. Genau. Logisch. Okay. Let's go! Yippie! Warum bin ich eigentlich losgefahren? Jetzt muss ich zu Fuß reingehen. Ich war so gehypt, dass es jetzt gehen würde, dass ich wieder mit meinem Kart losgefahren. Jetzt können wir doch was sehen. Jetzt können wir einfach, Das grelle Licht stabilisiert so. Die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. Was heißt im Dunkeln sehen? Jetzt ist es hell! So. Flasche. Hey, da ist ja noch was drin. Die ist ja praktisch noch halb voll. Was ist drin? Oh, es ist weg. Doch nur ein Käfer. Wieso hast du es getrunken, Mann? Okay. Wir können zurück. Hier, abdampfe. Jetzt können wir das wunderschöne Ding hier rein. Jetzt müssten wir das auch zu Goal bringen können, oder? Zack. Nice, perfekt. Jetzt geh rein und fahr rüber. Stone schafft auch alles oder war das der Chat? Ich habe den Chat absichtlich nicht gelesen, weil ich will mich nicht spoilern, weil meistens, wenn das Rätsel hat noch nicht mal 5 Minuten gedauert und die ersten, du hast da noch was vergessen und du solltest da nochmal gucken, jetzt... warte, lass doch mal kurz jetzt nachdenken, jetzt.
So schnell, ich kann gut verstehen, wenn ihr das schon gelöst habt, dass es euch auf der Zunge liegt und euch in den Fingern kitzelt. Ja, aber muss ja erstmal ein bisschen ausprobieren. So. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Bin mir nicht so sicher. Ja, genau wie die Dinger. Verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Diese Minengase. Naja, wir könnten auch einen riesigen Magneten irgendwie dran machen oder Magnet einschalten. Sieht so aus, als ob es einen hätte. Und dann mit der Schubkarre zusammen einfach wupp. Oder am Gehirnimplantat hochziehen. Das wäre auch eine Idee. Wie oft Stone speichert. Ja, ich will nicht nochmal alles klicken. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Hm, was? So. Was? Du hast gesagt, ich soll ihn noch fragen. Nochmal zum Tiefen. Zum Thema Frauen. Ah, nee, das hatten wir. Das ist es noch weit? Nein. Super. Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses genialen gleich. Astrein. Das hatten wir schon. Ich habe immer her dann. Ich bin zu unruhig. Ah, und jetzt Schnaps trinken, oder? Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Ja, Schnaps. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditieren? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte. Bein hinter Kopf. Ich mach's dir vor. Oh, er guckt weg. Inventar. Umfüllen in die Flasche. Einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Lass ihn einfach nice. Auf dich wirken. Was ist denn alles los? Klar. Du fixierst ja gar nicht. Wir haben ja gehört, mit Schnaps sind wir ganz ruhig. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein... Du sollst den trinken! Scherben bringen, aber ich brauche... Du sollst... Oder kann ich vielleicht ihm sagen... Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Du sollst den Schnaps... Ah! Oh, warte. Ach, rechts kriege ich es nicht Auge, sondern Mund. Ah, okay, warte. Trinken. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Die Quelle des schlechten Atems. Das wird ein Kinderspiel. So. Na, hoffentlich. Ready? Go! Mit ruhigen Schnaps hin. Was? Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält doch... Bis zum Horizont tät. Es wird Zeit, dass ich hier... Du soll... Mach das... Ach so, warte, Skelettbein, Fuß hinter Kopf, lol. Kann ich das so machen? Da liegt nun wirklich schon genug... Nee, sollst Sitz auf den Sitz, Bein hinter Kopf. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Bein hinter Kopf, bis Horizont zum angucken. Horizont, es wird Zeit... Jetzt nochmal trinken. Fuse, die Quelle seiner... Bein ist hinter Kopf eingestellt. Kann ich bis jetzt nochmal gucken? Zum Horizont, es wird Zeit... Okay. Das wird ein Kinderspiel. Einfach wortwörtlich nehmen, sowas wie Bein hinter Kopf und so. So, jetzt aber, das war alles, was mir einfällt. What? Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese... Wie hält... Vielleicht hätte ich ihm länger zuhören sollen? Man soll keine Sachen, wenn man vorhat... Scherben bringen, aber ich brauche. Mist, ich glaube, ich muss mir tatsächlich nochmal anhören, was er zu sagen hat. Ich bin jetzt einfach weggegangen, weil ich schon eine Idee hatte, aber. Hallo? Hm? Oh. Ich immerhin. Wie meditiert man nochmal? Leg einfach dein Bein hinter den Kopf.
Ich habe auf den. Ich habe den Punkt schon versucht zu fixieren! Aber immer wenn ich angeklickt habe, habe ich nur irgendeinen Tetanus-Kommentar bekommen. Was ist denn los? Gut so. Oh. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort. Ist das ein Easter Egg? Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... Ich bin ja schon ganz vertraut. Der hat mir ein Wortbuch stabiliert. Musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Fluss. Ja, Fluss. Okay. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Ich war zu voreilig. Ich bin vorhin einfach rausgerannt und habe gar nicht mit ihm hier meine, ne? Ich habe jetzt nur noch nicht die Richtungsangaben so genau zugehört. Ich hoffe, ich werde jetzt keine Buchstaben anklicken müssen. Bein hinterm Kopf. Check. Horizont check. Fixieren. Check. Check. Und los. Ich bin... Scheiße, ich hätte ihm doch zuhören sollen. Mumpi. Mumpi. Und nun? Mumpi klang am Wix. Es funktioniert. Fummel mir meine Fummel vom Gang holen. Auf geht's. Toller Jager. Jetzt aber. Wählen wir sie noch einmal. Diesmal sogar mit Om. Yes. Oh, Fuss, yeah. Gut geraten, Stone. Ja, also Mumpi war das Einzige, weil ich weiß, vorhin, als er darüber geredet hat bei dem Turm, hat er gesagt, ich bin im Fluss und hat Fluss buchstabiert. Und F war rechts und links war ein L. Und deswegen bin ich jetzt auch hier so nach... M, jedes Wort fing mit M an und dann einfach halt nach, ne, so, Mumpi. Bin ich auch halt von links nach rechts gegangen und Map oder sowas gab's nicht zur Auswahl, glaube ich. Dann bin ich einfach so gegangen. Und ja, das war so meine erste und einzige Überlegung. Und zum Glück hat sie gestimmt. Vielleicht war es die richtige Überlegung, vielleicht war es einfach. Sicher genug, es kann losgehen. Ansonsten hätte ich es mir nochmal bei ihm anhören müssen. Schätzchen. Von der Fahrt wirst du noch unseren Enkelkindern erzählen. Nicht so schnell! Ja, dann... Komm rüber. Aber das ist von rechts nach links. Ja, meine ich ja. Von rechts nach links. Habe ich vorhin von links nach rechts gesagt? Von rechts nach links. Nach rechts, von links nach rechts kannst du ja hier gar nicht... Hier ist ja nichts. Und ich wusste, dass das Wort mit M anfängt, weil alle Wörter mit M angefangen haben. Deswegen kein Problem. Goal hat einfach so keine blauen Flecken von dem ganzen Zeug. Ja, ne? Jetzt haben wir, ist jetzt auch unsere Last hoch genug. Das heißt, jetzt können wir mit dem anderen Rätsel anfangen. Wollen wir einfach mal gucken, was passiert, wenn... Ne, da wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Achso, ich muss so oder so nochmal fahren. Genau. Dass die nicht runterfällt. Das sieht riskant aus. Jetzt mit dem erhöhten Gewicht nach oben. Ha, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht. Das sieht nicht haltbar aus. Als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Ich habe den Schaltplan so. Was, um was geht's hier?
Okay, damit verändere ich P1. Und damit verändere ich P2. Okay. Das hier. Okay. Ah, okay, das sind die Weichen zu den jeweiligen Farben. Okay, alles klar. Und ich nehme an, ich will von P1 nach P2. Ich bin jetzt gerade P1, oder? Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt gerade bin. Das wäre ganz nett. Wenn ich wüsste, wo der Startpunkt ist. Vielleicht soll ich einfach mal probieren, was passiert, wenn ich losfahre. Ah, links oben. Ah, okay, links oben fangen wir an. Und rechts unten will ich wahrscheinlich hin. Okay, links oben. Okay, das hätte ich mal nochmal testen müssen. Gut, gut. Und wozu das da ist? Das ist wahrscheinlich irgendeine Schlucht zum Überspringen oder so? Okay. Genau, rechts oben können wir gar nicht rausfahren. Wir könnten da rausfahren, theoretisch. Ach, das hat nur zwei Stufen, das Ding. Was ist, wenn ich das gerade ausmache? Wo fahre ich dann hin, wenn es einfach nur so... Wo komme ich da raus? Oh, okay. Einfach geradeaus ist... Ah, nee, warte, jetzt komme ich wieder hier hin. Interessant. Also, wenn ich hier rausfahre, dann komme ich da rein. Wie viel? Hat jeder Hebel zwei Stufen? Ja, okay. Okay. Dann... Wenn ich jetzt hier so lang fährt... Ah, das zeigt wieder nach rechts, aber ich glaube, da können wir nicht hinfahren. Wenn ich jetzt hier... Und dann geht's wieder nach links. Dann fahren wir im Kreis, oder was? Nee, ach nee, da können wir gar nicht. Das heißt, wir müssen hier lang fahren, wir müssen da lang fahren. Geht's auch wieder zurück? Ich will den roten, glaube ich, umdrehen. Dann nach rechts oder links? Was bringt dieses P? Ich mache mal beide Ps auf grün. Nein, das hat nichts gebracht. Was ist... Ach, ich wollte gucken, was dieses P ist. Das habe ich nicht drauf geachtet. Hallo, Oblivion Angel! Hallo. Genau, sind wir einfach darum gefahren. Da bringen die Weichenumstellungen nichts. Was? Wenn ich so mache, dann müsste ich ja unten bei P2 ankommen. Was passiert, wenn dieses P2 ist da, was auch immer das ist? Oh, was ist passiert? Das heißt, wenn es grün ist, dann werden alle grünen Weichen nochmal umgestellt. Aha, okay. Okay, okay. Verstehe, verstehe. Das heißt, das erste... Dann fährt er hier weiter geradeaus. Also wenn ich das erste gelb mache und er darüber fährt, dann dreht sich das um nach rechts. Wir fahren weiter nach rechts, dann nach oben, aber das ändert nichts dran. Aber mit grün haben wir da ein Problem, weil dann schickt er mich da lang. Fahre ich da lang, dann muss ich hier lang fahren und grün schickt mich wieder nach unten.
Gelb schickt mich wieder nach unten. Grün schickt mich hier hin. Und dann fahre ich wieder zurück, ja. Wie macht man das am besten? In welcher Reihenfolge will ich die Farben hier abändern? Ich nehme an, ich muss über beide P-Punkte fahren, damit dann am Ende alles richtig herum modifiziert wird. Das heißt, ich will beim ersten Ding wahrscheinlich rot sein. Wenn wir darüber fahren, lalala, das geht dann hier nach rechts, das ist egal, das geht ja nach oben. Und das schickt mich hier hin. Jetzt ändert auch nichts dran. Es wird nur was ändern, wenn ich von der anderen Seite runtergefahren komme. Oder, wie es typisch ist bei solchen Sachen, ich muss immer den längsten und kompliziertesten Weg nehmen. Das heißt, längster und kompliziertester Weg hier lang, dann darum. So. Und so. Oder den zweiten Weg hier lang. Weil das andere wäre zu offensichtlich wahrscheinlich. Ne, dann fahre ich wieder raus. Kann man die P-Punkte mehrfach überqueren? Habe ich noch nicht ausprobiert, weiß ich nicht. Warte, und rot noch anders. Dann fahren wir so, so. So, so. Und dann fahren wir einmal eine Kurve, so. Und dann müssen wir hier lang abbiegen. Genau, also so wie es jetzt gerade ist, dann komme ich über den ersten P-Punkt. Dann wird der Grün vertauscht. Und Grün schickt mich dann... Beziehungsweise ich muss dann so. Rot schickt mich auch nach unten. Ne, dann muss ich P1 auf Rot stellen, dass wenn ich hier lang fahre, da lang, dann wechselt aber das Rot nach links, schickt es mich dahin, das Gelb schickt mich nach unten. So. So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Never, 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 never. Oh, Rufus. Es sollte passen. Wirklich der Größte. Das sieht jetzt gut aus, wie ich mir das ausgedacht habe. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du jetzt etwa schon dran? Eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Der Schulterseismograph? Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs? Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Suck it! Ich habe die noch gleich mitgenommen.
Interessant, dann muss ich das unten, das Ding, gar nicht neu einstellen. Genau, einmal die Schleife, dann wird das Rot hier umgeschmissen, damit du so lang fährst und dann, genau. Du hast mir das vorgestellt. Hey, ich lebe noch. Oh Gott. So schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Was ist das für ein Song? Man nennt ihn Rufus. Rufus. Rufus, Rufus, badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Der sieht nice aus. Unsere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Finde ich auch! Oh, war das schon ein ganzer Akt? Der ging so schnell. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hossa auf gutes Gelingen. Die Producer-Kommentare sind cool, wenn man die Trilogie kauft. Ah, nice. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach. Dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Ist ein Turm? Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Der perfekte... Oh, darf ich? Da? Oh, ich darf. Nice. Also Kapitel 2 ging jetzt deutlich schneller und smoother. Sogar da brauchte ich nicht mal hier, ne? Nicht mal Hilfe. Da bin ich ja sogar schon stolz auf mich. So. Das war ganz gut kombinierbar. Die Rätsel waren ziemlich logisch, so zum größten Teil. Also eigentlich durchgehend. Man konnte immer drauf kommen, was zu erledigen ist. Ganz gut ableitbar. Eine Trilogie. Nein, Trilogie natürlich. Goddammit. Achso, nee, im Chat wurde auch Trilogie geschrieben. Ha! Mich trifft keine Schuld. So. Okay, so, ja, hast schon recht, Sperber. Wäre ein guter Punkt, um das Spiel zu wechseln, weil wir gerade frisch in ein neues Kapitel reingekommen sind. Das Problem ist nur, ich will nicht das Spiel wechseln. Ja, zumindest jetzt noch nicht. Ich bin ein bisschen zu neugierig. Vielleicht sollte ich ein bisschen... erstmal ein bisschen umgucken hier. Aber im ersten Kapitel, da gab es so viele Rätsel, die gleichzeitig gelaufen sind, dass ich 2-3 Mal den Überblick verloren hatte und dann so, ah, wie geht das? Also, beziehungsweise, was kommt jetzt als nächstes? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Diese Lampen, erinnert mich so an Bioshock. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Oh? Ein Stecker? Och nö. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Es ist nie so einfach. Oh, goddammit. Wer hat sich da gefreut? What the fuck? Ach, Zuckerwatte! Oh, ich hab nichts mehr im Inventar. Goddammit. Einmal Zuckerwatte, bitte. Ja, ich brauche einen Stock. Die Maschine hat wohl keine Ohren. Und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Ja. Wir brauchen erstmal einen Stock. Hebel. Jetzt steht er auf Calzone. Was ist Grüne? Jetzt steht er auf Phosphor. Phosphor-Zuckerwatte, Jesus. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf Phosphor. Was haben wir sonst noch so? Hebel 1, 2, 3? Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1.
Kiste. Upsi. Oh! Goddammit. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Will ich irgendwie alle... Drei, sechs, oder? Was ist das da? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Sardellenautomat, what? Einmal den Fisch des Tages, bitte. Oh Gott. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Wer kotzt mir hier die Sardellen raus? Können wir vielleicht die Sardelle irgendwie... Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Na klar. Deponia größer als Rest. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Ja, eben. Ich wollte eigentlich an den Stock, damit ich mich hier die Watte machen kann. Jetzt interessiert mich, wie Phosphor schmeckt, ja, ne? So, ich weiß nicht, wozu ich die Watte mir geholt habe. Das sehen wir dann noch. Es sind alles Primzahlen. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Am Ende haben sie nichts zu bedeuten. Ich komme schon noch drauf. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht sein. Nein, es kann einfach nicht sein. I know. Hey, Goal. Willst du ein bisschen Phosphorzucker, warte? Goal, ich mach mir Sorgen um dich. Du musst dringend was essen. Oh Mann, ich könnte selbst ganz gut ein bisschen vertragen. Oh. Ah, schon besser. Er hat einfach aufgegessen. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. So ein Wahnsinniger. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Das genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Ach ja. Wir haben ganz schön... Ich wette... Okay. Der Duft von altem Frittenfett. Okay, bevor es weiter... Ich erst mal gucken, was hier sonst noch so gibt hier. Kaugummi. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Drück den Knopf. Oh, oh, da ist tatsächlich rausgekommen. Okay. Oh, hier gibt's noch viel Stuff. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Candy Oder Shop. War es eine Stunde? Ach, die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Der überzuckerte Rufus muss noch schlimmer sein. Ist aber ganz schön gruselig hier, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Eine Klappe. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Okay, wir brauchen Licht. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Aha, binär. Dann wollen wir wahrscheinlich das, ne? Phosphorfackeln gibt es ja wirklich. Nur wahrscheinlich nicht aus Zuckerwatte, aber ich nehme an, ich soll aus der Phosphorzuckerwatte dann dementsprechend eine Fackel machen. Ich mach's wieder auf. Was mache ich mit dem Kaugummi? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Kellerassel-Kaugummi. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Okay, gekautes Kaugummi. So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Ja, das Leben ist satt, ich weiß. In der Nische ist drumherum. Das kann nur. Oder null. Okay. Oh Gott, hier ist ja noch. Okay.
Warte, das sah hier mehr aus nach Innenbereich noch vom Ding. Lass mal hier gucken. Mosaikstein. Okay. Können wir vielleicht zum Schneiden benutzen? Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Oh. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Lies mir doch vor, was draufsteht. Und hier hat jemand. Wo ist wohl. Dann haben wir hier noch eine Klappe. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Auf dem Mosaik sieht man winkende Menschen. Und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf. Wenn ich mich zu sehr anstrenge, ich brauche mehr Licht. Dieses Mosaik ist bereits... Manchmal löse ich diese Rätsel so schnell, dass ich es selbst kaum mitbekomme. Oh, okay. Müssen wir herausfinden, wo es hier etwas fehlt. Verdeckte Mosaikscheibe. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Aber ich habe nichts zum Putzen gerade. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Ein Zumindest Tuch. Meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Wie lange zockst du heute noch? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, es gibt zumindest... Oh, ich kann nicht mal das aufmachen. Okay, Kieselsteine. Okay. Jeder braucht Kieselsteine. Ein Stein. Fehlt nur noch das Getriebe. Aha. Stein im Getriebe. Was haben wir das hier, Lampe? Das einzige Licht hier hinten. Dann würde ich sagen, mach das kaputt. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Ich will das wirklich kaputt machen. Okay. Wollen eine Schleuder bauen. Zum Fahrstuhl. Nochmal was anderes. Noch ein Schrank. Der Putzschrank. Seife. Wie Schmob. Er kennt es ja nicht mit dem Putzen, deswegen. So. Wasser. Wasser wäre auch nicht schlecht. Putzer, Öltank. Wir können es auch mit Öl putzen. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. Bist du verrückt? Ja, dann so wie bei einem Auto, ne? Statt dem Stab können wir jetzt einen Stopp reinmachen. Nein, mein Stock Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen, wenn ich in Elysium einmarschiere. Aber da könntest du Ölstand prüfen, Mann. Nein, mein Mann, ich will... Nein, auch nicht? Okay. So, wollen wir... Das ist ein Öltank, kein Ölhahn. Ja, wollte ich gerade sagen. So schade das auch ist. Das geht leider nur in die andere Richtung. Also ich habe da noch nichts zum Einfüllen. Was haben wir hier? Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U... Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Müssen wir noch rausfinden. Auf der Rückseite hiervon steht ja was. Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Okay, und du brauchst wahrscheinlich hier ein bisschen Öl und wir brauchen noch den richtigen Kontrollspruch. Okay. Also wir brauchen als nächstes Wasser. In dem Bereich links waren so grüne Schlammpfützen und sowas. Vielleicht können wir mit dem grünen Schlamm das da drüben sauber machen. Wasser, dafür musst du zurück zu Wenzel. Ja. Mit Wenzel an meiner Seite wäre das jetzt einfach. Tonne mit Wasser. Das sieht aber nicht nach gutem Wasser aus. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Nur Wasser. Ja, dann mach Wasser rein. Gut. Und dann mach ein bisschen Seife in das Wasser. Schaumig. Schaumig. Und dann jetzt schon rein, oder? Okay. So, ja. Putzen gleich. Und wisst ihr was? Ich gucke mich gleich hier nochmal um. Ich muss mich wahrscheinlich so oder so umgucken. Ich will erstmal das hier sichtbar machen. Gesund grün leuchtende Pfützen. Mach das sauber. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, Putzen. Die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Ich wäre ja peinlich. Mist. Der Wischmob ist zerbrochen. Das ist jetzt eine Perücke bestimmt. Na, so ein Jammer aber auch.
Das ist der Humor-Klassiker, wie Schmopp-Dreck hier für Perücke benutzen. Upsi. Weiß noch nicht, für was die Perücke gut sein soll. Vielleicht um sich zu verstecken oder so, aber das werden wir sehen. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Strip-Schuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Glaub ich. Hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzt. Ich bin wieder da, das muss das Hallo. Passwort für den Lift sein. Könnte oh. aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Dammit, okay. Mal die Klappe auf. Und wieder sowas für... In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Okay. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder nur... Ja, ja, ja. Warte. Und hier noch da das Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ein Stück Scheibe haben wir, ja. Sabalot, der Stein hält nicht. Also brauchen wir mehr. Und nun? Mit Kaugummi. So. Und jetzt mit dem Kaugummi drauf. Ich brauche mehr Licht. Ach, komm schon. Okay, alles kommt zurück auf das Licht. Gut. Dann gucken wir mal, was wir in dieser leuchtenden Umgebung finden werden. Vielleicht können wir irgendwie... Nee, der Eimer ist jetzt kaputt auch. Ein bisschen von diesem leuchtenden Wasser mitnehmen, das wäre nicht schlecht. Kran hier. Ein Kran mit Magnetkopf. Schick. Mittlerweile sind wir Kranmeister. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Zum Reinspringen. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Ja, so ein Kernreaktor, kurz ich mal. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Dachte, vielleicht kannst du irgendwie... Oh, kann ich mit dem Stein den Hebel abwerfen? Ich spare mir meine... Nein, auch nicht. Okay. Dann... Pufferraum. Ich... Kommen wir nicht hin, ne? Okay. Gabel. Ich krieg schon wieder Hunger. Ich spare mir... Auch nicht. Zaunausgang, komme ich da hin? Ah, nein. Okay, aber da ist eine Hupe. Ich spare mir meine Telekinese. Oh, echt? Ich Kurbel? Spare mir meine Telekinese. Ich stehe doch direkt daneben! Wie bescheuert. Ich spare mir... Schnabeltier? Okay, ich habe das Gefühl, hier kann ich noch nichts machen. Nee. Ich nee. Spare mir mein... Okay, hier müssen wir erstmal irgendwas anderes verändern. Okay. Dann... Warte, war hier noch irgendwas anderes? In der Nische ist eine... Drumherum sind Spiel... Das kann nur ja. eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Was tust du denn? Okay, dann ist gut. So, was wollte ich jetzt machen? Ich habe schon eine Idee für die Fackel. Ich muss jetzt nur herausfinden, wie zur Hölle ich meine Zuckerwatte anzünde. Ah, ich hätte eigentlich eine Idee. Warte, mach mal hier Phosphor drauf. Und jetzt nochmal elektrisieren. Nein, hat es jetzt nicht angefangen irgendwie? Ach so, und dann können wir jetzt die Mobstange wahrscheinlich auch nochmal schicken. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 Millimeter okay. nicht überschreiten. Des zu wattenden? Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Ich meine, wir können es auch probieren, ohne die Dinger anzuzünden. Mal gucken, was passiert. Kann ich mir noch mehr von den Stöcken holen? Einmal den Fisch des Tages. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ich hab noch eins? Okay. Essen. Ich hätte tatsächlich komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Ja, gell? Ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Deine innere Stimme. Schnell weg hier. Ah. Was? Willst du jetzt doch nicht essen? Ist komisch. Da ist doch verdammt. Schnell. Kann ich wahrscheinlich nicht machen. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Schlimm, ja, ich weiß. Wer gern zu Haus mit Steinen wirft, sollte kein Glashaus mieten. Sag ich auch immer.
da vielleicht keinen Stein des Hauses. Phosphorzucker, warte. Vielleicht können wir einfach mal probieren, was passiert, wenn ich es hier reinstecken will. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade, wie ich es zum Brennen bringen kann. Haben wir nicht vorhin noch über eine Steinschleuder geredet? Also, wir haben nicht darüber geredet. Ich dachte mir, er sagte ja hier, fehlt das passende Ding zum Schießen und so, ne? Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Genau, fehlt nur noch die Schusswaffe. Ha, eine Schleuder oder irgendwie sowas? Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Ich will das Ding nämlich eigentlich aufschlagen, weil dann kannst du vielleicht an der Elektrizität von der Lampe irgendwie, ne, entzünden. Aber ich habe hier nichts, womit ich das irgendwie kombinieren kann. Wenn ich könnte. Anfange... Ist hier hinten noch irgendwas? Warte. Zum Putzen haben wir hier alles genommen. Hier komme ich noch nicht rein. Was ist mit dem Öltank? Kann ich hier irgendwas mit dem Öltank machen? Mein Mantel. Ich will. Oder brauche ich tatsächlich dann Öl dafür? Nein, ich will gut. Nichts reinschmeißen? Okay. Brauche ich wahrscheinlich die grüne Flüssigkeit dann am Ende. Mal sehen. Daran könnte man auch die Sachen entzünden. Aber jetzt, da ich die Fackel schon reingesteckt habe hier, sieht es eher danach aus, als ob ich auch im Nachhinein was zum Entzünden hinbringen könnte. Obwohl, ich kann die Zuckerwatte auch wieder mitnehmen. Ah ja, okay. Das Mosaik zeigt eine Gruppe... Okay, hier sagt auch nichts Neues. Okay. So. Also momentan fehlt mir vor allem Licht. Jetzt haben wir noch einen Mob. Ist der Stock vielleicht lang genug, um ich den Schalter... Mir meine Okay. Bisschen rumrühren. Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Ja, ne? Wozu sollte ich neue Stiefel fangen wollen? Werf den Stein in den Kofferraum. Ich spare mir meine... Nein, nicht! What? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Nein! Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Jesus Christ! Cool. Es könnte sein, dass ich mein zukünftiges Ich soeben geopfert habe. Eigentlich wollte ich nur... Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Habe ich gerade eben gemacht. Noch extra der Hinweis. Ich habe es nicht, meine alten... Tu das nicht, nein! Ein Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ich erspare Ihnen das lieber. Ich will gucken, ob ich mit dem Stock noch irgendwas erreichen kann hier. Weißt du, irgendwas umstumpen oder irgendwie sowas? Ich spare. Einen Schritt. Das Gemetzel beginnt. Okay. Das war hier Teil 1. Ein Kran, schick. Ja, haben wir schon gesehen. Da ist doch schnell. Ich brauche eine Quelle, wo ich was entzünden kann. Lass mich hier gucken. Den Stecker kann ich nicht mehr ziehen. Habe ich irgendwas aus Gummi? Nee, ne? Irgendwas, was ich nehmen könnte, damit nicht der Schlag an mich weitergeht. Da bringt mir auch nichts, oder?
zu erkennen. Lass mich doch mal die Sorten hier. Jetzt steht er auf geschmacklos. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Diese Lampen, ich weiß. Ich glaube, diese das Hebel. Das hier gab's schon mal. Garantiert eine falsche Fährte. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Wenn er das schon so sagt. Das kann einfach nicht sein. Geh mal. Hey, mein epischer Mönchskorb ist zurück. Okay. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Nice, ich wollte gerade eben sagen, was ich vorhin schon probiert habe, ist die Zuckerwatte direkt an die Steckdose zu halten. Das hat nicht funktioniert. Und vielleicht an den anderen Sachen. An den Lampen. Irgendwas habe ich jetzt davon? Das Mosaik kann ich jetzt vielleicht besser sehen? Lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Aber nicht mit Stahlträgern. Okay, pass auf, das... Nee, nicht zumache, Mann! Zuckerwatte mitnehmen. Gehen wir erstmal hier irgendwo hin, wo ich auch weiß, dass ich was damit anfangen kann. Nämlich hier. Da wäre noch ein Mosaikteil. Nice. Kann ich jetzt das hier hinkleben? Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Oh, okay. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Im Nu? Was ist das da für ein Knopf?